Müssen wir noch ein Kilo schwerer als einen wunderschönen guten Abend. Hallo! Ich bin Götz Wittmann, freue mich, dass ich wieder da bin heute Abend. Es war so schön letztes Jahr, da haben wir gedacht, wir wiederholen das. Und ich habe jetzt was ganz Spezielles zur Eröffnung des Abends für euch mitgebracht. Es schließt sich ein Kreis, der wirklich über Jahrzehnte geht. Ich glaube, es war so 1994 oder so irgendwas. Da haben wir auf dem Festival hier in Essen, haben wir für die Obdachlosenhilfe gespielt, da haben wir die Heuchler kennengelernt aus Essen. Wir waren so... Setz dich mal hin. Ja, das... Echte Veteranen, man kennt sie doch. Cooler Halteklappe. Und dann hatten wir wirklich so eine Bandfreundschaft mit Joint Venture und den Heuchlern über viele, viele Jahre. Und heute Abend sind zwei aus der Originalbesetzung von den Heuchlern wieder hier, genauso frisch wie ich. Die Jahre haben keinerlei Spuren hinterlassen. Und ich freue mich, dass Sie hier heute Abend mit Ihrem neuen Projekt, mit den Garden Undertones, den Abend eröffnen werden. Die beiden sind, die fünf, sind relativ aufgeregt, denn sie haben heute ihren allerersten Auftritt. Seid bitte freundlich zu ihnen, ja? Und von mir. Bitte mit Respekt. Danke dir. Wir sind die Garden Undertones. Hallo. Wollte glucken, weit im Bogen auszuspucken. Babada, schrecklich jedes seelisch wegen diesem seinen Unvermögen. Und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah. Babada, ständig übte es im Sitzen oder stehen im Mund zu spitzen. Um das Regelrecht durch dessen Spalt den Strahl herauszupressen. Papa, doch selbst in bequemster Lage förderte es nichts zutage. Und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah. Papa, und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah. Schließlich musste unser Lama vor den Thron des Brahma traben, ohne je gespuckt zu haben. Babada, und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah. Babada, und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah.